Ich berichte jetzt weiter vom Deutschen Jagdrechtstag und wir haben hier den Justiziar des Deutschen Jagdverbandes. Und es gibt eine ganz besondere Entscheidung, über die Friedrich von Massow als Justiziar des Deutschen Jagdverbandes uns jetzt nochmal aufklären möchte, nämlich zum Thema Wolf. Und die Entscheidung kommt vom Europäischen Gerichtshof, also von der obersten Instanz, die wir hier haben. Friedrich. Ja, die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ist sehr wichtig. Sie befasst sich mit der Wolfsjagd in Finnland, aber die Aussagen haben natürlich auch Bedeutung dafür, wie wir in Deutschland mit dem Wolf umgehen. Und wir haben ja einige Punkte, die in Deutschland diskutiert werden. Es gibt jetzt eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes, die im Bundestag ist. Da soll ein eigener Paragraph zum Umgang mit dem Wolf eingeführt werden. Und das hat auch ziemliche Diskussionen verursacht, auch zwischen einzelnen Bundesministerien. Das Bundeskanzleramt musste sich einschalten. Und es soll da nun, aber man hat sich da schließlich darauf geeinigt, einen bestimmten Paragraphen einzuführen zum Umgang mit dem Wolf. Heißt es, dass es jetzt eher wahrscheinlich wird, dass der Wolf auch tatsächlich bejagt werden kann und möglicherweise im Jagdrecht oder im Naturschutzrecht? Also er wird auf Bundesebene erstmal noch im Bundesnaturschutzgesetz bleiben und nicht ins Jagdrecht kommen. Das war eine Forderung, da hat sich das Bundesumweltministerium sehr quergestellt. Das ist jetzt kurzfristig erstmal nicht zu erwarten. Was erleichtert werden soll, sind Entnahmen von Wölfen. Wir sprechen da ja nicht von Bejagung, weil es nach dem Naturschutzrecht geht, sondern es sind Entnahmen. Die sollen erleichtert werden. Das dient in erster Linie dem Schutz von Weidetieren, also hauptsächlich von Schafen, aber natürlich auch von Rindern. Das heißt, der Bundesgesetzgeber macht im Grunde genommen das, was auch die Landesregierung in Form von Verordnungen machen könnten, wenn sie wollen. Sie machen es ja zum Teil schon, das können sie auch, aber der Bund macht jetzt nochmal die sozusagen übergeordneten Voraussetzungen, erleichtert er etwas. Und wird das dann auch die Möglichkeit beinhalten, für uns Jäger dann auf den Wolf zu jagen, oder bleibt das den Grundeigentümern oder den Weidetierhaltern vorbehalten oder speziellen Jägern, die dann besonders bestellt werden? Also es ist in diesem vorgesehenen Paragraphen auch eine Bestimmung drin, dass die Jagdausübungsberechtigten dabei einbezogen werden sollen. Das ist ja auch zum Teil in den Verordnungen, die es schon gibt in einigen Bundesländern, ist das ja auch der Fall, dass da die Jagdausübungsberechtigten einbezogen werden. Die Einbeziehung ist natürlich mal mehr, mal weniger intensiv. Aber es ist auch klar geworden bei den Fällen, die wir jetzt in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen haben, wo Wölfe entnommen werden können, einzelne bestimmte Wölfe, dass es ohne die Jäger nicht geht. Ganz herzlichen Dank, Friedrich von Massow, Justiziar des Deutschen Jagdverbandes. Gerne.